Wir sind auch Zeitz und das von ganzem Herzen, denn Zeitz ist ein untrennbarer Bestandteil unserer Geschichte, unserer Stiftung und Zeitz ist eine liebenswerte Stadt. Ja, es ist ja immer die Trias Merseburg, Naumburg, Zeitz und durch das Pech des Buchstabens denken viele, Zeitz steht bei uns an letzter Stelle. Dem ist aber nicht so, denn die Ursprünge der Stiftung liegen ja mit der Gründung des Bistums in Zeitz 1968, genauso wie in Merseburg. Naumburg kam ja erst 1028 hinzu. Andererseits sind natürlich von den wichtigsten Einnahmesituationen, die wir erzielen können, Naumburg und Merseburg, die besonderen Standorte durch die hohe Besucherdichte im Naumburger Dom und auch in Merseburg inzwischen. Nichtsdestotrotz haben wir uns seit einigen Jahren Zeitz auf die Fahnen geschrieben und Zeitz ist momentan der wichtigste Standort für uns, weil wir hier mit der Julius-Flug-Ausstellung ein Projekt zusammen mit der Stadt auf die Beine stellen, von dem wir davon ausgehen, dass er nachhaltig die Anziehungskraft Zeitz in Mitteldeutschland erheblich vergrößern wird und dann auch im touristischen Sinne Zeitz so bekannt macht, wie es die Stadt verdient. Lassen Sie mich überlegen. Ich glaube, im Schlossgarten gefällt es mir am besten. Es ist eine besondere Atmosphäre und da zeigt Zeitz das ganze Potenzial. Ja, das war die Eröffnung der Stiftsbibliothek in den neuen Räumlichkeiten des Torhauses. Das war ja ein Kraftakt, der Umzug vom Franziskanerkloster in die Stiftsbibliothek. Und dann hier der Bezug mit diesen wunderbaren Regalen aus Eichenholz und diese großen Räume. Das erfreute das Herz bis heute, wenn man hier hineinkommt. Und das war ein glücklicher Tag, als diese Bibliothek eröffnet werden konnte. 2005 war das. Ja, ich hatte Zeitz auch derzeit mehrfach besuchen können. Zeitz erschien mir damals als eine Stadt, wo sehr viele Herausforderungen auf die Bewohner und natürlich auch die Politik gewartet haben. Und ich kann eigentlich sagen, Zeitz hat sehr viele Aufgaben inzwischen bewältigt, aber es ist noch ein wenig zu tun. Für mich persönlich ist die Lage der Stadt faszinierend. Dieser Wechsel zur Oberstadt und vor allem die großen Bestandteile der alten Bausubstanz, die man erspüren kann, also dieses Atmen der Geschichte. Das ist für mich besonders faszinierend in dieser Stadt. Und im Kontrast dazu, die Zeugnisse der Industrialisierung geben also dieser Stadt einen ganz eigenartigen Charakter, den in dieser Form nicht viele andere Städte haben. Ich wünsche mir, dass die Entwicklung, wie sie in den letzten Jahren eingeschlagen worden ist, weitergeht, dass wir Zeitz als eine lebendige Stadt mit jungen Leuten erleben, wo auch eine Perspektive für die Jugend geboten wird, dass also auch viele Firmen sich hier ansiedeln, die so engagiert zu Werke gehen, wie zum Beispiel Transmedial, das ist ja ein Musterbeispiel, kann man ja aus unserer Sicht auch sagen, dass genau diese Entwicklung verfolgt. Das wünschen wir uns und dass der kulturelle Ruf dieser Stadt mit einem hervorragenden Museum, mit einer Stiftsbibliothek, die eigentlich europäische Bedeutung hat und natürlich all den anderen Sehenswürdigkeiten, die Zeitz besitzt, weiter wahrgenommen wird.